Am Mittwoch reiste die Mannschaft des SK Rapid samt Betreuerstab nach Berlik, um sich auf das Frühjahr vorzubereiten. Nicht mit im Flieger befanden sich Ivan Lucinic, Jeremy Giminot, Alexander Kostic und Philipp Maliszek. Das Quartett trainiert künftig bei der zweiten Mannschaft, bis sich ein neuer Club gefunden hat. Natürlich würde ich mir wünschen, dass alle vier einen Club finden, bei dem sie sich wieder beweisen können. Ich habe ihnen klar und deutlich gesagt, dass es bei uns nicht reichen wird, kommentiert Trainer Dietmar Kühbauer seine Entscheidung. Das ist leider das Los eines Fußballers. Jeder will spielen, aber es gibt nur bedingt viele Plätze. Ich glaube, dass sie ihr Glück woanders finden können und sollen. Kühbauer, werden genau auf die Jungs draufschauen. Vielmehr will man sich in Hütteldorf nun auch auf den Nachwuchs konzentrieren, wo einige große Talente lauern. Unsere Talente sind uns sehr wichtig und mir auch. Rapid hat in der Vergangenheit immer gute junge Spieler herausgebracht. Natürlich kommen jetzt nicht von 20 Nachwuchsspielern 15 in Frage, aber wenn 3, 4, 5 Spieler die Qualität haben und der Meinung bin ich, dann werden wir sie forcieren, sagt Kühbauer und nennt auch Namen. Im Moment ist der Ibra, Mili Ibrahimoglu, Anmerkung, im Trainingslager dabei. Leo Greimel, Anmerkung, und Wunsch, Nikola Wunsch, sind auch sehr gute Spieler. Und weitere. Wir werden ganz genau auf die Jungs draufschauen.